Hier sind wir wieder im Zentrum von Botopia und wir wollen jetzt in den Südwesten gleich gehen, wenn wir unsere restlichen Robo-Kohle-Punkte mal eingesetzt haben. Ich glaube, so viele sind es halt gar nicht, 17 Stück. Nehmen wir das hier mal. Such dir eine aus. Wir machen daraus also ein altes Ego. Da ist eine Bestie dann drinne. Wir nehmen mal den einsamen Zauberbot. Was haben wir da? Wir könnten aus ihm einen Wolf machen, einen Raben oder eine Natter. Das ist scheinbar immer das, wofür es genutzt wird. Ich würde sagen, wir nehmen diesmal den Raben. Nicht, was ich mir ausgesucht hätte. Der sucht sich eh immer etwas anderes aus. Ich glaube, er will uns damit nur verunsichern. Gut, in den Westen und hier ist eine weitere Person. Sie ist repariert. Du kannst fröhlich deine Wege ziehen. Wunderbar, vielen Dank. Und es geht diesmal also erstmal in einen neuen Kampf rein und da möchte ich zu der Abbildung von Magnificus Welt gehen. Ein Springbot haben wir hier bereits und ein leeres Gefäß. Der Alarmbot wird uns nerven wollen. Schade, aber so ist das. Gut. Am Möbot können wir gleich mit reinnehmen. Oder Exoskelett. Nein, wir lassen den Springbot hier reingehen und Amöbot hier. Los geht's! Das läuft schon mal ganz gut. Da kommt jetzt ein Doppelschütze vor. Das gefällt mir natürlich nicht besonders gut. Wir nehmen ein leeres Gefäß, holen ein Exoskelett mit rein und zudem auch noch in der nächsten Runde hoffentlich dann den Schützen. Aber wir haben jetzt eh schon gewonnen, so wie es aussieht. Wunderbar. Ja, die übertaktete Scharfschützen-Bot-Karte hat sich auf jeden Fall schon bezahlt gemacht. Jetzt wirst du eine deiner Karten vernichten. Sei kein Dummkopf. Es ist besser, als eine neue zu bekommen. Mach dein Deck stimmiger und ich gebe dir Robokohle dafür. Was wird entsorgt? Das ist eine gute Frage. Ja, eigentlich müssten wir den Springbot vielleicht nehmen. Oder dieses Exoskelett. Ich nehme dieses Exoskelett. Also wenn wir schon eine weggeben müssen, dann vielleicht eine, die im Kampf eh nicht überlebt. So. Eine neue Karte kriegen wir trotzdem. Scharfschützenbot, Springbot oder Alarmbot. Und von diesen Karten würde ich wieder eine von den beiden nehmen. Was ist überhaupt mit dem? Wir nehmen den Springbot. Wir brauchen eine kleine Verteidigung. Er spielt eine Insektendrohne sowie einen Automaten aus. Das ist in Ordnung. Wir versuchen mal, die Insektendrohne mit unserem Springbot ein bisschen aufzuhalten. Sehr schön. Und wir steigern gleich mal unsere. Ist doch wunderbar.
Es könnte sogar sein, dass wir damit relativ schnell gewinnen, wenn wir den Zauberer ausspielen. Ich glaube, genau das werden wir jetzt tun. Hahaha, ja. Sehr schön. Perfekt. Es ist wirklich so eine schöne Kombination, finde ich. Also ich bin wirklich begeistert bislang von dem. So, los geht's. Jetzt haben wir schon 3 Sterne. Ich habe ein bisschen Sorge vor dem nächsten Kopfgeldjäger, aber wenigstens ist hier ein weiterer Wegmarker. Und wir gehen jetzt in den Süden. Jo. Oh nein. Ich habe einen Teil vergessen. Du hast Beine. Steh auf und hol es. Es ist im Schmelzraum. Schwebt oberhalb der Schmelzmaschine. Ich kann dich nicht weitergehen lassen, bis ich es habe. In Ordnung. Schmelzraum ist hier? Nee. Das ist die Schmelzmaschine, oder? Nee, auch nicht. Was? Wähle alle zutreffenden Emotionen für die folgenden Szenarien. Du ziehst deinen Energiebot. Du hast volle Energie. Oh. Ein Insektendrohne droht dich zu töten. Du ziehst ein Springboard. Ja, das ist super, weil er hat ein mächtiges Satz-Symbol. Nicht? Also hier bin ich erstmal traurig, wenn ich einen Energieboard ziehe und volle Energie habe, weil er mir einen geben würde. Vielleicht muss ich das und das machen, weil ich wäre auch erstaunt. Ja. Du führst die große Transzendenz erfolgreich aus. Ich wäre sehr glücklich scheinbar. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist unser Fehlschlag. Schön groß. Der Schmerz erträglich. Der Druck in den Röhren ringsum fühlt sich gut an. Und das Wissen, dass der Meister nah ist. Oh ja, der Meister ist nah. Ich spüre seine Anwesenheit. Dieser Roboter wird den Tag bereuen. Der Schmerz erträglich. Ja. Hallo, kann ich dir helfen? Ja. Es tut immer noch ein bisschen weh. In Ordnung, er macht hier nichts Neues. Hier habe ich schon gesehen, dass hier oben dieses Flugfähigkeitssymbol kommen muss. Jetzt habe ich es hier natürlich verdingst. Weil das hatten wir bei dem Uhrenrätsel schon gesehen. Aber wie es hier weitergeht, weiß ich nicht. Gib die korrekte Summe an. 2 plus 7 plus 3 wären ja 12. Gib die korrekte Summe ein. 2, okay. 4 plus 4 minus 4. 2 plus 3 plus 6. 11. War jetzt nicht so schwierig. Aber das Spiel erfordert jetzt mittlerweile schon, dass man auch die Siegel ein bisschen mehr im Kopf gleich behält. Das wird wohl das Teil sein, was er meinte, aber wir haben hier noch ein paar Rätsel. Welches Siegel wird dargestellt? Hier das. Also das in der Mitte ist das. Das wäre... Ach so, ich kann es so machen. Ah, ich verstehe. Ja. Das dürften die zwei Pfeile sein. Ja. Warte auf Netzwerk. Wir spielen weiter. Jo, gut. Bringen wir es an.
Dieses Ding leuchtet auf, wenn du Edelsteingefäße im Spiel hast. Deine leeren Gefäße sind jetzt mit Edelstein gefüllt. Probier's mal aus. Du kannst die Farbe der Edelsteine, die du von deinem Zweitstapel ziehst, verändern. Probier es aus. Drücke eine. Wir nehmen mal die. Okay. Schön. Ja. Ich weiß zwar nicht, wozu ich das aktuell schon will, aber mal sehen. Du suchst dir jetzt eine Karte aus und ich veredelsteinere sie. Ab dann wird ihre Gesundheit erhöht, wenn du einen grünen Edelstein hast. Durch Besitz eines orangenen Edelsteins wird ihre Kraft erhöht. Und hast du einen blauen Edelstein, so werden ihre Energiekosten gesenkt. Du wirst schon sehen. Ja, ich nehme da gerne den einsamen Zauberbot. Lass mich kalibrieren. Sehr gut, sehr gut. Also mit dem doppelten Angriff wäre das schon sehr mächtig. Siehst du diese Dinger in den Ecken? Sie leuchten auf, wenn du die richtigen Edelsteine hast. Du wirst schon sehen. Ich lasse es trotzdem erstmal so, wie es anfänglich eingestellt ist. Das kann ich jetzt mit einer weiteren machen. Okay, dann nehme ich natürlich den Fischer nochmal, den Angler. Los geht's. Sehr schön. Die Karte ist veredelsteinert. Dann gehe ich erstmal in den Süden, komme da aber nicht weiter, weil hier irgendwas ist. Okay. Dann der erste Kampf. Sehr schön. Einsamer Zauberbot ist auch gleich dabei. Smaragdgefäß. Und dann kommt der Edelsteinsichler auch schon. Die Frage ist jetzt, ob ich darauf warte. Ich habe ja auch schon irgendwas. Ich habe schon ein Smaragdgefäß, deswegen. Alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann jetzt abwarten und hoffen. Ein weiteres Smaragdgefäß und er bekäme ebenfalls eins. Das wird aber nicht lange der Fall sein. Oh ja. Und wir können auch noch... Nee, wir können nichts weiter spielen. Ja, das gefällt mir aktuell schon ganz gut, muss ich zugeben. Aber auch nur, weil ich gerade im Vorteil bin, glaube ich. In Ordnung. Wir können eine weitere Karte für Edelsteinern. Das geht ziemlich, ziemlich fix, muss man sagen. Wir nehmen... diesen Schildbot. In Ordnung. Spiele Edelsteine aus, um sie zu verstärken. Werde ich tun. Edelsteinbeschützer, Blühnsgefäß oder ein Tauschbot. Tauschbot können wir jetzt erstmal absolut ignorieren. Blühnsgefäß hingegen. Grünes Mox und blaues Mox. Das ist nicht verkehrt. Und Edelsteinbeschützer. Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, so erhalten alle Edelsteingefäße auf der Seite des Besitzers Nanopanzerung. Das heißt, dass die wenigstens einmal noch Bestand hätten, Minimum. Aber Blühnsgefäß ist auch gut.
Ich nehme blühendes Gefäß. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, aber wir werden sehen. Das sieht nicht gut aus. Wieder so ein Generator, ne? Ja. Smaragdgefäße, ganz schön viele. Die müssen wir erstmal erledigen. Saphirgefäß könnten wir ausspielen. Wir können aber auch einfach mal warten. Weil leider ja das Saphirgefäß erstmal nicht angreifen könnte. Der Zauberbot, ja wunderbar. Das ist jetzt also schon eigentlich fast geklärt. Perfekt. Sonia macht sich später auch gut, das stimmt. Wir machen aber erstmal den Schildbot. Das geht ruckzuck. Beeil dich lieber. Ach, das passt schon. Da mach mir jetzt keine Gedanken. Du hast es geschafft. Du hast verhindert, dass er explodiert. Du bist eine Heldin. Reicht das an Glückwünschen? Keine Ahnung, was dieses Hermelin vorhat. Ho, eine Reisende. In dieser Gegend gibt es nicht viele. Du möchtest an diesen Klingen vorbei? Gut. Ja, danke. Das ging fix. Jetzt können wir wieder eine tauschen, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden mit den Karten, die wir haben aktuell. Ich habe keine Lust darauf. Ja, jetzt kommen wir auch hier vorbei. Das ist nett. Wir kriegen ein bisschen Geld. Aber das war's auch schon. Ich hätte gedacht, dass irgendwas anderes passiert. Okay. Muss ich das machen? Ich hätte gedacht, dass das optional ist, aber scheinbar nicht. Dann müssen wir wohl eine tauschen. Wir tauschen jetzt. Edelsteinsprenger, Blühensgefäß oder Geschenkbot. Was ist denn der Edelsteinsprenger? Wenn Edelsteingefäße auf der Seite des Besitzers sterben, explodieren sie. Die sich entgegenstellende Kreatur sowie benachbarte, verbündete Kreaturen erleiden 10 Schaden. Ich nehme Blühensgefäß nochmal. Jetzt gib mir irgendwas. Nein, Fischbot werde ich nicht weggeben. Natürlich nicht. Aber wir haben schon ein Blühensgefäß. Ich glaube, das reicht mir. Ich will nur ein Blühensgefäß dabei haben. Gut. Noch eine Karte. Edelsteinsprenger, Orausgefäß oder Amöbot, Oraus. Der nächste Kampf. Er kommt an mit einem Schildbot, der aber hingegen schon 2 jetzt ausbauen kann. Das ist recht heftig. Also der kann uns mit 2 angreifen. Ich werde trotzdem mal Smaragdgefäß spielen. Und hoffen, dass wir relativ schnell jetzt an das Exoskelett dann rankommen. Ja, da käme er mit einem Sprengbot, aber so ist das halt. Das können wir dann nicht verhindern. Rubingefäß, das ist natürlich tragisch, aber nicht anders machbar. Wobei, wir könnten selber den Schildbot auslösen, sehe ich hier gerade. Der wäre nicht schlecht. Das ist doch dieses Rubingefäß, ne? Aber das ist... Dann würde er mit 2 angreifen. Ja. Ja, 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 okay. Mhm.
eigentlich. Obwohl, na, kann man so oder so sehen. Genau, jetzt ist es nämlich ausgeglichen und wir können. Wir können nun das Exoskelett spielen. Das sollte passen. Passt schon. Für uns ist jetzt nicht so enorm wichtig, sofort da rauszukommen. Super. Viel Spaß. Sehr schön. Ein weiterer Wegmarker, da bin ich ganz froh. Weil wenn die Kopfgeldjäger mich doch wieder hier kriegen, dann wird es ganz schön nervig so. Okay. Satellit, was der kann? Keine Ahnung. Der Kerl, der hier gewohnt hat, war ein echter Klotz am Bein. Obwohl ich zugeben will, er war nicht langweilig. Der Typ hatte einen Plan für jede Eventualität. Das heißt, außer für die große Transzendenz. Wir können nochmal kaufen und dann kommt der nächste große Kampf scheinbar. Tja, wir haben keine 25, auch wenn das durchaus interessant hier aussieht. Wir können aber wieder mal verstärken. Du weißt, was zu tun ist. Dann nehme ich doch nochmal den Fischbot. Oder? Ja. Lass mich kalibrieren. Ja, interessant. Was war das nochmal? Schildanheftung. Ja, nee, ich nehme mal das. Batteriebetrieben, warum nicht? Drei Fähigkeiten, ordentlich. Denke ich auch. Der Schildbot würde zwei gleich ziehen, aber er kann nur in eine Richtung angreifen. Daher nehmen wir mal das Saphirgefäß und bringen das in Stellung an einen anderen Platz. Der Schildbot darf einmal jetzt angreifen. In Ordnung. Er würde dann ein Rubingefäß spielen. So wie ein Edelsteinsprenger. Sehr schön. Und wir spielen den Geschenkebot. Wobei der Edelsteinsprenger ist natürlich auch interessant. Nee, wir nehmen den Geschenkbot. Maxim Radwitsch hier. Kommen wir zum Geschäftlichen. Hey, 7. Das ist. Die sind ganz schön heftig, muss man leider sagen. Doch so übertrieben gleich. 7, also das heißt, er kann erstmal jede Karte einfach sofort umbringen, was ich schon heftig finde. Aber auch noch 7 als Angriff zu haben, also selbst wenn er dann eben angreift, ist halt gleich wieder alles vorbei. Mm-hmm.
Tja, kriegen wir da irgendwie was Gutes hin? Ich glaube nicht. Ich glaube ja ehrlich nicht. Ich muss noch ziehen, ne? Ja, gut. Amöbot. Immerhin. Das ist schon mal ganz gut. Wir können direkt jemanden dann umbringen mit Amöbot, aber wir müssen überhaupt erst an diesen Punkt rankommen. Deswegen. Okay. Ich habe einen Plan. Woraus kommt hier hin? Und wir werden Chillbot spielen und schauen, was dann passiert. Sehr schön. Gut, Amöbot wird Radwitsch umbringen. Edelsteinsichler müssen wir unbedingt verhindern. Da muss ein Springbot her. Und bei dem restlichen, keine Ahnung. Aber so ist das. Meine Verletzungen sind ernst. Ich werde mich vorerst zurückziehen. Besser ist. Jo. Jetzt haben wir das Problem, wie sollen wir hier durchkommen? Doppelschütze ist schon mal nicht übel. Aber der Doppelschütze würde sofort verrecken, wenn wir ihn jetzt spielen. Deswegen werden wir einmal Sonja spielen und einmal den Scharfschützenbot an die Seite bringen. Ich hoffe, dass ich ihn nicht verliere. Denn jetzt können wir dann den Doppelschützen spielen und das passt. Ja. Glück gehabt. Okay. Jetzt ist es so ähnlich aufgebaut wie ein Turm mal wieder. Wir können wieder jemanden veredelsteinern. Und diesmal nehmen wir. Ich habe schon ein bisschen Lust, eigentlich den Scharfschützenbot hier zu veredelsteinern, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn er übertaktet ist und womöglich komplett sterben könnte. Sehr gut. Okay, das ist hier alles. Weiter geht's zum nächsten Kampf. Blühendes Gefäß ist gut. Einsamer Zauberbot ist sehr gut. Und zudem auch noch Smaragdgefäß. In Ordnung. Hier kommt auch ein Saphirgefäß. Das kann uns allerdings angreifen. Ja, ich werde erstmal das Smaragdgefäß an die Seite packen. Da kommt auch ein Sprengbot. Das ist natürlich interessant. Sogar ziemlich interessant. Oh ja. Das sollte passen. Und tschüss.
Wunderschön. Schnelle Runde, so wie ich es mag. Ein Wegmarker. Wir kommen jetzt von da, ne? Wir gehen also weiter hoch. Jetzt schon der Überbot? Oh, richtig, dieser Überbot. Naja, du wirst schon sehen. Es gibt keinen. Für diesen Level gibt es keinen Boss. Das ist deine Aufgabe. Was? Bitte. Mal mir ein Gesicht. Was ist passiert? Wunderschön. Das nehmen wir so. Ah, ich bin geboren. Ich fühle mich, als könnte ich jetzt atmen. So viel zu sehen. Noch etwas. Ich werde eine besondere Kraft brauchen. Eine Spielregel, die ich mein eigen nenne. Du hast mir so ein schönes Gesicht gemalt. Also, bitte. Immer wenn du eine Karte ausspielst, immer wenn eine Karte stirbt, immer wenn dein Zug beginnt, immer wenn du eine Karte ausspielst. Erleidet eine zufällige Karte 5 Schaden, spiele ich einen Springbot aus, erhält eine meiner Karten Nanopanzerung, erleiden alle Karten einen Schaden, wird eine zufällige Karte ausgespielt, verlierst du ein Leben. Immer wenn der Zug beginnt, wird eine zufällige Karte ausgespielt. Aber er sagt ja nicht mal, ob auf meiner Seite oder auf seiner. Ich nehme das. Gut, das könnte funktionieren. Mal sehen, wie es sich auswirkt. Okay, er hat ein Geschenkbot für sich gebaut. Interessant. Dann können wir direkt davor ein Smaragdgefäß aussetzen. Das würde ihm nämlich nichts bringen dadurch. Oder wir nehmen die Wachdrohne. Ah, das ist schwierig. Das ist schon schwierig. Wir nehmen die Wachdrohne erstmal. Und er spielt einen weiteren Goldgräber aus. In Ordnung. Aber wir können jetzt wenigstens den einsamen Zauberbot spielen, der ein bisschen was machen wird. Okay, passt alles für mich. Wir nehmen noch einmal ein Smaragdgefäß auf und werden damit den einsamen Zauberbot spielen. Ja. Perfekt. Schildbot wird auch auf unserer Seite gespielt. Das ist eigentlich echt gut. Die Regel gefällt mir zumindest sehr gut in dem Ausmaß. Ja. Sehen, was wir hier haben. Ein weiteres Smaragdgefäß könnte ausgespielt werden. Den Schildbot lasse ich erstmal noch. Das Exoskelett auch. Oder? Nein, ich spiele es aus. Du hast so eine coole Mechanik für Phase 1 ausgewählt. Ich denke, wir sollten diese Art der Gestaltung nicht noch verfeinern. Okay. Wir können noch eine weitere Karte also damit machen. Ich könnte aber genau dasselbe wieder nehmen. So wie es scheint. Nee. Ah, okay. Immer wenn mein Zug beginnt, da kann ich das nämlich jetzt nicht mehr nehmen. Immer wenn... Wenn du eine Karte ausspielst,
wird eine zufällige Karte ausgespielt. Machen wir das ganze Brett voll, komm. Kaputter Bot, natürlich. Und er spielt auch schon mal ein Springbot hier rein. Super. Die werden alle zerfetzt jetzt. So ein Mist. In Ordnung. Ich hole mir jetzt schon mal ein Saphir-Gefäß. Natürlich. Gottes Willen. Okay. Wir können jetzt hier mal schauen, was passiert. Wir werden sein durch die Insektendrohne einen Schaden machen. Wir werden den wegkommen. Also wenn wir jetzt eine Möglichkeit, eine gute fände, da noch was zu machen, das passt doch eigentlich, oder? Wir könnten auch den Schildbot opfern. Das Problem ist ja, dass hier dann auch nochmal eine Karte eben ausgespielt wird. Und die kann eigentlich nur auf seiner Seite landen. Deswegen habe ich nicht so viel davon, wenn ich jetzt hier noch was mache. Ja, ich mach's mal so. Wie wär's mit nur einer weiteren? Mal sehen, wie es sich auswirkt. Immer wenn eine Karte stirbt, erhält eine meiner Karten Nanopanzerung. Das dürfte sich für uns nicht so arg schlimm auswirken. Der macht den weg, der macht den weg. Oh, ich bin so kurz davor hier. Ich sehe es ja. Okay, hier. Ja, mal sehen. Ja, sehr gut. Ein sehr interessanter Boss, aber auch das im Endeffekt dann wieder von der Mechanik für uns zu leicht am Ende. Also ich glaube nicht, dass es an dem so ausgefeilten Deck liegt. Im Gegenteil. Ich weiß es nicht. Sehr interessant, trotzdem. Also, das Boss-Design ist schon ziemlich cool in diesem Spiel. Generell in Inscription. Okay, okay. Das ist schon auch schön mit dieser Wache. Aber das mit dem, dass der erste Schaden dann nicht durchkommt, ist auch sehr verführerisch. Ich nehme den ersten Schild dann gepanzert. Ein weiterer Überbot ist damit bezwungen worden. Und ich bin fasziniert davon. Ich bin wirklich richtig fasziniert. Ich weiß nicht, was ich da noch weiter sagen kann. Das ist so irritierend. Das bunte Edelsteinland. Und dann werden wir jetzt in diesen interessanten Teil von Vespotopia nochmal eingehen und in den Norden zu P03 in seiner Überbot-Form gehen. Wobei ich mir ja eh denken würde, der ist doch gerade schon ein Überbot. Aber ich weiß es einfach nicht, was jetzt noch kommen kann. Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Ich denke, dass wir diesmal wirklich auf das Ende von Inscription zusteuern. Mehr als zwei Parts sollte es hoffentlich dann nicht mehr gehen. Aber das ist so ein wilder Ritt. Ich liebe alles daran. Grandioses Spiel. Bis zum nächsten Mal.